Ein Adventfrühstück mit Gerry Seidel. Bauprofi, Buchautor, Kabarettist. Heute ganz persönlich. Frühstück bei mir heute in Höflein bei Klosterneuburg zu Hause bei Kabarettist Gerry Seidel. Der Tisch ist wunderbar gedeckt. Es ist nicht mein Verdienst, das möchte ich jetzt sagen. Das hat meine Frau gemacht. Also alles, was schön ist bei uns, ist meine Frau und was lustig ist, bin ich. Also beschreibe mal. Ich beschreibe. Naja, es gibt totes Tier aus, in Form von Schinken. Käse ist da, dann hat sie so ein Müsli gemacht. Das sind so eingeweigte, geriebene Nüsse. Eier von den eigenen Hennen und sonst Radieschen und Kaffee und Brot. Also bitte greift zu. Das ist die letzte Sendung von Frühstück bei mir in diesem Jahr. Oh. Und nicht die letzte Sendung überhaupt. Okay. Nein. Machen wir doch einen Rückblick auf dieses Jahr, auf dieses Jahr 2018. Was war denn für dich ein persönliches Highlight, an dem du vielleicht auch deinen Weg oder deinen Erfolg ablesen konntest? Was sicherlich eine, das ist jetzt ganz vor kurzem erst passiert, war ein Anruf nach einem Auftritt in Kärnten, wo ich einen Termin bekommen habe auf der Burgruine Finkenstein, dort spielen zu dürfen. Und es gibt so viele, die ich schon so viele Jahre begleite, und also halt so medial, wie man halt hinkommt und auch live dort war. Und da habe ich mir gedacht, wow, da einmal spielen dürfen. Aber das habe ich mir damals schon gedacht, zu einem Zeitpunkt, da war ich eben noch Bauleiter und Dekaden davon entfernt, überhaupt wo aufzutreten vor Menschen, die dafür Geld ausgeben. Und wie das dann gekommen ist, das war so, wow. Und das hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude bereitet. Wir werden natürlich noch detailliert über deinen Weg sprechen. Du warst 10 Jahre lang Bauleiter. Und ungefähr, ja. Immer ja. Mit dem Hintergedanken, doch auf die Bühne zu kommen. Genau, na, das habe ich schon in einer Schule gehabt. Dieses Unterhalten, dieses Moderieren. Aber was würdest du sagen, gleich am Anfang, was war denn ausschlaggebend, dass das geglückt ist? Wenn man das kurz zusammenfasst am Anfang. Zur rechten Zeit am rechten Fleck. Und immer daran glauben, dass es gelingen kann. Weil natürlich hat man uns dann einmal auftreten lassen, damals noch im Duo, dass es so groß wird. Es ist einfach, also ich habe so dieses Prinzip, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Also ich glaube, wenn du fix an einer Sache dranbleibst und selbst an die glaubst, dann gelingt es auch. Also in dem Fall ist es der Beweis, dass es gelingt. Was aber nicht heißt, dass man, ich wollte nie berühmt werden. Das wollte ich nie. Ich wollte immer Geschichten erzählen. Und mich frei spielen von sämtlichen Zwängen, die ganz viele Menschen zu Unrecht als den Ernst des Lebens darstellen, weil den größten Teil vom Ernst baut man sich selbst. Am Anfang frage ich meinen Gast immer gerne nach einem Musikwunsch, der uns sagt, wie es dir jetzt gerade geht. Welcher Song würde das ausdrücken? Ein schönes Lied gibt es von Reinhard May, das heißt Sei wachsam. Das bewegt mich zurzeit. Weil? Was drückt das aus? Weil wir aufpassen müssen, dass wir das nicht verlieren, was die Errungenschaften der vielen Generationen vor uns sind. Also ich habe auch in meinem Programm, wo ich sage, ich bin ein Nachkriegskind, ich habe keine Aufgabe, nichts bis jetzt, nichts aufbaut, wegreißen darf ich nichts, weil der Denkmalschutz drauf sitzt. Das heißt, meine Generation hat jetzt an sich keine generelle Aufgabe, außer zu bewahren, was da ist. Und ich glaube, wir sind die erste Generation, die so richtig einmal ausgelassen Zeit hat, das eigene Ego zu befriedigen, weil halt niemand auf uns schießt, weil uns niemand ein Gift ins Wasser schiebt und weil wir Zeit haben, auch uns kennenlernen zu dürfen. Und wenn dieses Kennenlernen dann aber ausartet in einen Kaufrausch und in sämtlichen Konsumwahnsinn, den man sich geben muss, um dabei zu sein, dann geht es, glaube ich, in die falsche Richtung. Und wenn auf einmal wieder Angst geschürt wird, wo an sich keine in diesem Ausmaß wäre, nur dass halt auch irgendwie was passiert, dann halte ich das für die falschen Botschaften. Also vielleicht muss man einfach lernen, dankbar zu sein und das Glück auch annehmen zu können. Und besinnen wir auf das, was wir haben, und erzeugen wir nicht Missmut, wo an sich keiner sein müsste. In seinem Programm Aufputzt ist, beschreibt er sein persönliches Weihnachtsdebakel. Kabarettist Gerry Seidel über die Tücken des Heiligen Abends. Jetzt auf Ö3. Ein Ei heute auf dem Tisch von freilaufenden Hühnern, die bei dir im Garten leben. Genau. Die leben, es sind 4 Hennen. Hennen brauchen keinen Hahn, um glücklich zu sein. Ob man das in die Menschheit übertragen kann, weiß ich nicht. die brauchen den nicht. Auch nicht, um Eier zu legen. Und es sind 2 Sussex und 2 Königsberger heißen die, glaube ich. Genau. Die einen sind weiß, die anderen sind fast schwarz, weil sie zur Fassade passen. Und warum wolltest du eigene Hühner haben?
weil ich nicht zuletzt auch meiner Tochter zeigen wollte, wie das Ei entsteht. Zweitens ist es wie mit der Architektur. Architektur ist ein Gemenge aus Funktion und Schönheit. Und ein Haustier, das dir ein Ei legt, ist irgendwie auch so etwas. Und das finde ich schön, weil ich gebe ihnen was zu fressen und sie schenken mir ein Ei dafür. Und ich passe auf sie auf und sie bereichern meinen Frühstückstisch. Du bist ja derzeit mit deinem Programm Aufputzt ist auf der Bühne. Ja. Ausverkaufte Häuser, wohin man schaut, genau, ja. In ganz Österreich. Stimmt. Was möchtest du denn damit aufs Korn nehmen? Ist Weihnachten wirklich so ein Debakel, wie du es zeigst? Also vom Truthahn im Rohr bis zum Geschenkpapier, das man nicht findet. Truthahn, weiß nicht, brennt an oder? Na, Truthahn explodiert. Explodiert, genau. Ja. Also das, ich habe es als Weihnachtsdebakel betitelt. Weihnachten ist so etwas wie, das ist so, ich weiß auch nicht warum, da muss was ganz Besonderes sein. Zu Weihnachten kommen die Weihnachtsservietten. Weil unterm Jahr, das ganze Jahr immer die normalen Servietten. Der Druck steigt. Der Druck steigt enorm. Es kommt Familie, es ist der Tag, wo der Reis biegt, der normal nie biegt. Ja. In meinem Fall treffen einander halt ganz verschiedene Charaktere, die sich wirklich nicht treffen würden unterm Jahr. Und der Mann hat sich vorgenommen, weil er, das hatten wir wirklich zu Weihnachten, nur zwei Großmütter und wir sind dann von einer Großmutter zur anderen, bis wir dann zu Hause Weihnachten feiern konnten. In deiner Familie war das so? In meiner Familie, ja. In deiner Herkunftsfamilie. Genau, ja. meine Herkunft. Und das war so, das war Tradition und das war für uns Kinder auch, das war so. Und man hat sich auch gefreut, wenn du natürlich dreimal Backeln auspacken kannst. Einmal bei der Oma, einmal bei der und einmal. Und da habe ich in meinem Stück eben verbraten, das will er nicht. Und darum sagt der Mann, also meiner einer, Figur ist immer sehr knapp bei mir. Ich lade alle ein, ich mache das. Seine Frau, die Andrea, sagt natürlich, na, das kannst du gar nicht, du hast sowas noch nie gemacht. Sagt er, lächerlich, ich kann einen Truthahn machen, es gibt Kochbücher, lächerlich. Es wird gelingen, dann schmückt er das und so schaut es auch aus. Und dann trifft sich die Familie und dieses Sammelsurium, dieses, es kommt dann zu dieser Explosion, so als Metapher auch, weil die ganze Familie explodiert. Und das finde ich sehr schön, weil ich sage einmal so, jeder, der drinnen sitzt, kann mit Sicherheit behaupten, so arg ist es nicht bei uns. Und sitzt zufrieden und freut sich aufs eigene Fest. Und das Geschenke einpacken klappt nicht. Und das ist, nicht. Die Sitzordnung. Nicht. Sitzordnung. Es ist, er sperrt sich aus. Also er holt dann die Geschenke und die Türe fällt ins Schloss. Und er sitzt dann am Gang. Und letztendlich, was dann rauskommt, das war für mich beim Schreiben ein sehr schöner Bogen, der mich irgendwann einmal ereilt hat und dann habe ich ihn genommen, dass er dann nämlich Weihnachten feiert mit seiner ganzen Familie bei der Frau Koresch. Das ist seine 100-jährige Nachbarin, die zum ersten Mal alleine feiern würde, weil der Sohn, der wohnt in Amerika, der Bernd, hat ihr lapidar eine Karte geschrieben, dass er leider nicht kommen kann zum Weihnachtsfest. Das ist aber eigentlich der einzige Tag, warum die Frau Koresch noch aufsteht in der Früh. Ja, schön. Genau. Berührend. Und das ist auch, glaube ich, sehr oft der Fall, dass ganz viele Menschen neben uns sehr einsam sitzen. Und darum sollte Weihnachten vielleicht auch so ein kleiner Anlass sein, die Türe aufzumachen und wenigstens ein Glas Sekt am Gang einzunehmen. Oder eben zum Anlass, wo ich auch sage in meinem Stück, ich bin in all den Jahren, laufe ich bei der Türe von der Frau Koresch vorbei und habe nicht einmal angeklopft. Und einfach nur gesagt, wie geht's Ihnen denn, Frau Koresch? Und so, wenn man so Angst hat, dass dann vielleicht rausstinkt oder dass die vielleicht sogar was brauchen könnte. Also da nehme ich mich selbst bei der Nase und weil ich es auch oft so selbst erlebt habe, dass man zu wenig anklopft und fragt. Also ich glaube, es vereinsamen sehr, sehr viele Menschen hinter verschlossenen Türen. Wir haben einen wunderschönen Adventkranz auf dem Tisch, auch wieder deine Frau, die das gezaubert hat. Ja. Alles Schöne, hast du gesagt, kommt von ihr. Genau. Ja. Das ist ein Kranz aus Reisig und der ist dann mit Kugeln in Lila und Rot und Pink verziert und natürlich vier Kerzen. Ja, und das wird jedes Jahr verändert, hat sie mir erzählt. Genau, also der Rohling ist dieses Geflecht aus so einem wilden Wein. Und der wird dann je nach Laune meiner Frau bunt oder schlicht einfärbig gestaltet. Dieses Jahr hat er es bunt geschafft, was ich sehr begrüße. Was ist denn das Lustigste an eurem persönlichen Weihnachtsfest? Gibt es in deiner Erinnerung solche Episoden, wie du auch auf der Bühne erzählst? Na, kaum. Es ist so, wir haben hier eine Einraum, also das ist alles ein Raum bei uns. Es schaut auch deswegen nur so groß aus, weil wir in Wirklichkeit Wände weggelassen haben. Also eigentlich ist das da das Vorzimmer, das ist das Stiegenhaus, das wäre die Küche, das wäre das Esszimmer und das ist das Wohnzimmer. Also wir haben einfach fünf Funktionen in einen Raum gepackt. Nur wie du erkennen kannst, kann man hier sehr schlecht einen Christbaum verstecken. Ja, und stimmt. Genau.
Und das erste Jahr war aber noch mit der Tochter, mit der Lilly in der Wohnung, und da bin ich mit ihr einfach spazieren gegangen. Und zwar endlos, bis meine Frau den Baum fertig aufgeputzt gehabt hat. Das dauert wahrscheinlich auch so liebevoll, wie sie sehr das macht. Ja. Und das war, also die Lilly und ich, wir waren schon in drei Kirchen, haben uns schon drei Krippenspiele angeschaut. Ich habe versucht, dieses Kind irgendwie warm zu halten. Dann haben wir sogar ein Wirtshaus gefunden, wo wir uns reingesetzt haben, wo wir schon dreimal dazwischen angerufen, ob meine Frau schon fertig ist. Aber was das angeht, ist sie sehr perfektionistisch. Und dann durften wir erscheinen, und dann war es natürlich ein wunderschöner Christbaum. Und das haben wir das letzte Mal so gemacht. Und dann haben wir gesagt, wir helfen dem Weihnachtsengel den Baum aufputzen. Gemeinsam. Und gemeinsam. Und also eigentlich ist Weihnachten bei uns der 23. Am Abend geht's los. Dann putzen wir alle drei gemeinsam den Baum auf. Und ja, und da beginnt's. Und es gibt keinen Druck. Es gibt keinen Druck von, könntest du jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen, von Familienmitgliedern, die plötzlich dastehen. Sobald es ums Kreative geht, wie was auszusehen hat, nehme ich mich dezent zurück. Ich bin dann der die Sachen holt. Also der die Kiste holt, und ich bin der billige, niedrige, Hol- und Bringdienste erledige ich. Für den Rest machen meine beiden Damen, und dann ist es einfach nur gemütlich. Und dann sind die Handys abgedreht, und dann wird's Weihnachten. Und Weihnachten, also so lächerlich ich mich vielleicht auch darüber mache, irgendwas hat der Tag, der hat was Magisches. Der 24. Abend hat was. Irgendwie kehrt da Ruhe ein. Kommt mir vor. Mhm, das stimmt. Also schenkt ihr einander noch was? Wir schenken einander schon was. Das ist so ein Thema. Also schenken. Es gab halt schon eine Zeit, da hat man Schuhe bekommen, zu Weihnachten. Und meine Eislaufschuhe hat es gegeben aus der Tauschzentrale. Ja, und als du eben ein Kind warst. Als ich ein Kind war, genau. Und heute kauft man eigentlich so unterm Jahr eh alles. Ja, weil wenn irgendwie die Schuhe zu klein werden, dann geht man Schuhe kaufen. Fertig. Das ist natürlich ein Luxus, und den leistet man sich, obwohl Schuhe kaufen mit Luxus nichts mehr zu tun hat in Wirklichkeit, weil die kosten ja nichts mehr, weil wir auch nicht wissen wollen, wie sie erzeugt wurden. Produziert werden, ja. Genau. Und darum ist es ja alles da. Da versuche ich eine Kleinigkeit zu finden. Also immer dieses Streben nach Superlative und nach noch und noch, das versuche ich gerade irgendwie komplett dem entgegenzuwirken. Ich probiere es. Ja. Deine Frau hat mir auch schon gesagt, du bist ja extrem ordentlich und kannst dich aber auch leicht trennen. An Materiellem festzuhalten, das versuche ich gerade abzubauen. Sachen, die ich zwei Jahre nicht in der Hand gehabt habe, weg. Sie erlangen einen Mehrwert dadurch, dass jemand anderer damit Freude hat. Aber wovon trennst du dich zum Beispiel? Na, von Kleidung. Dann, das war für mich eine Trennung, den Kinderwagen von der Lilly. Ich kann den Kinderwagen nicht hergeben. Von eurer Tochter? Von unserer Tochter. Die ist da drin gelegen. Ich habe noch Bilder im Kopf, wie ich den Kinderwagen zum ersten Mal schiebe, den Kinderwagen. Das war schön. Und den dann herzugeben, habe ich gedacht, den kann ich nicht hergeben. Und dann habe ich gedacht, den schenken wir jetzt her jemanden, der keinen hat. Und dadurch hat sie einen Mehrwert bekommen. Und ich habe mir gedacht, schön. Und wie können wir das jetzt weihnachtlich umlegen, diesen Gedanken? Na, dass im Geben viel Wert steckt, glaube ich. Ja, das glaube ich schon. Ein Adventfrühstück mit Gary Seidel. Jetzt auf Ö3. Ein Frühstück heute aus einem modernen Haus in der Nähe von Wien. Designerhaus könnte ich eigentlich sagen. Also designt von deiner Frau, die Architektin ist. Ja. Große Glasscheiben mit Blick in die Natur und toll eingerichtet. Gary, du kannst das viel besser in Worte packen. Naja, also es ist, wie gesagt, es ist die Handschrift meiner Frau. Die Petra hat was, das ist, manche haben das, sie hat's. Die hat ein Gefühl für den goldenen Schnitt. Also wenn sie etwas entwirft, dann passen da in der Sekunde die Dimensionen. Und da habe ich mich auch voll und ganz auf sie verlassen. Also darum sage ich auch immer, alles, was schön ist und was einen Ausdruck hat, was stimmig ist, also ob jetzt das Hemd zur Hose passt, ist etwas, was ich nicht erkenne. Nämlich gar nicht. Und sie schon. Und genauso ist es mit der Architektur, da passen Proportionen, und darum hat sie das echt freie Hand gehabt, auch das zu entwerfen. Wenn es um die Technik geht, dann bin ja schon ich da. Ja, also das Technische durfte ich dann abfedern, und letztendlich haben wir gemeinsam das gemacht, was da heute steht. Es ist etwas Materielles, was an sich nicht so viel Stellenwert haben sollte in meinem Leben und auch nicht hat, aber letztendlich hat es deswegen einen großen Stellenwert in meinem Leben, weil es unsere Höhle ist, die wir gemeinsam gebaut haben, wo wir eben einen Raum abstecken, wo wir sagen, das schaut so aus, wie wir es gerne haben, da fühlen wir uns wohl, und da bringt man Zeit, die man nur mit ganz ausgesuchten Menschen verbringt. Also es ist ein Holzboden, große weiße Couch, ein genau. Ganz interessanter Küchenblock, Küche mit einem Kachelofen kombiniert. Genau, das ist,
Das ist ja technischer Natur das Herzstück dieses Hauses, ist der Kachelofen. Der hat eine Heißwassertasche drinnen und damit erzeugst du heißes Wasser und das pumpst du dann in einen Schichtspeicher und von dort speist du eine die Fußbodenheizung. Und hast auch du konzipiert? Ich durfte dabei sein, wie Menschen, die wirklich wissen, wie es geht, das konzipieren und habe meine Wünsche geäußert, wie ich mir vorstellen könnte, dass es sein kann. Und mit denen gemeinsam haben wir das dann entwickelt und ist teilweise auch Standardprogramm, wenn man das will. Also mir wäre ein Schwedenofen oder sowas zu wenig gewesen. Ich wollte immer einen Kachelofen haben. Und der wird angeheizt, ja, sobald es irgendwie so Minusgrade bekommt draußen und geht dann auch aus, wenn es wieder Plus kriegt. Und die Petra sitzt wahnsinnig gerne in diesem Kachelofen. Meine Tochter spielt oben, eigentlich den ganzen Winter ist das eine Spielwiese, der Kachelofen. Und ich sitze dann ganz knapp beim Fenster, weil er heizt. Also der kann schon was. Wir haben ja eigentlich eine besondere Geschichte gemeinsam. Du hast mich gefragt vor 7 Jahren, glaube ich, ja. Dass ich für eines deiner ersten Programme Teile spreche. Gratuliere hieß das. Gratuliere. Ja. Und der Protagonist auf der Bühne, der Hauptdarsteller auf der Bühne, wollte unbedingt ins Frühstück bei mir. Der wollte, das ist total witzig, nämlich, dass du dann heute da sitzt. Es gibt so schöne Momente in meinem Leben, wo ich mir immer denke, ist es jetzt so? Ja, es ist so. Also ein gewisser Gary Seidel hat mich kontaktiert, 2011, und gedacht, wer ist das? Und genau. So hat gesagt, ich möchte, dass du Teil meines Programms wirst. Genau, diesen Ö3-Fragebogen hast du mir damals reingesprochen. Und das war das Ende von diesem schönen Programm. Das hat so abgerundet, weil wenn die Stöckel dich zum Frühstück einlädt, dann bist du in Österreich berühmt. Wenn du bei Claudia Stöckel am Frühstückstisch sitzt, bist du berühmt. 7 ja. Jahre später bist du da, Gary. 7 Jahre Tibet und ich bin da. Ja. Und was sagt das für dich persönlich über deinen Weg? Du bist derzeit, sind alle die größten Säle ausverkauft, wenn ja. du spielst. Ist eine unglaubliche Karriere letztendlich, die du hingelegt hast. Als ich das für dich gesprochen habe, war ich bei der Premiere, da waren 40 Leute, glaube ich, genau. da. Grundsätzlich sehe ich alles, was ich erleben darf, als Momentaufnahme. Und jetzt gerade darf ich diese schöne Aufnahme sehen. Dass man sich das natürlich, wenn man, privat konnte ich auswendig in der Schule. Und war so ganz weit weg davon, das jemals machen zu können, weil ich auch nicht einmal gewusst hätte, wenn ich anrufe. Dass man sagt, also, wenn man heute sagt, man möchte Profi-Tennisspieler werden, dann weiß man, dass man in jungen Jahren wahrscheinlich mit einem Trainer beginnt und hofft, dass man Eltern hat, die auch etwas gespart haben oder bereit sind, viel Geld in die Hand zu nehmen, dass es gelingen kann. Ich habe damals überhaupt keinen Weg gesehen, wie das gelingen könnte. Ich wollte dann auch in der dritten HTL aufhören und aufs Max-Reinhardt-Seminar gehen. Das ist mir nicht gelungen. Was auch gut oder schlecht, sei dahingestellt, das war halt nicht. Und dass jetzt auf einmal dieser Moment da ist, wo man echt sagt, man schaut in den eigenen Spielplan und dann schaut man daneben und dann steht dort ausverkauft. Es ist eine wunderschöne Momentaufnahme. Ich versuche sie jedes Mal wirklich in Demut und Dankbarkeit anzunehmen und zu verinnerlichen und einfach nur glücklich zu sein, dass sich so viele Menschen Zeit nehmen, meinetwegen 2 Stunden das Handy abzudrehen. Und jetzt das erleben zu dürfen, ist einfach nur großartig. Weil letztendlich hast du eine Idee von einer Sache, und Kabarett ist einfach, du erzählst eine Geschichte, möchtest natürlich Leute unterhalten. Für mich ist es nicht zwingend immer nur lustig, muss nicht sein. Was ich selbst den Anspruch habe, wenn ich Gast bin, ein Gefühl möchte ich haben. Also es kann auch ganz traurig sein oder spannend oder eben mörderlustig. Irgendwas muss rüberkommen, weil sonst ist es schon ums Geld. Und das versuche ich zu erzeugen bei den Leuten und das gelingt natürlich dann auch, weil sonst wäre der Erfolg nicht da. Und das ist jetzt so. Vom Bauingenieur zum Star-Comedian, Gary Seidel. Jetzt im Gespräch mit Claudia Stöckel. Und das geht dann, dass man Sprachunterricht nimmt. Ich habe einen schweren Essfehler gehabt in Wirklichkeit und den fast weggebracht. Und habe dann meinen damaligen Chef gesagt, dem Christian, habe ich gesagt, du, wenn die Baustelle fertig ist, dann bin ich auch weg. Ich musste das einfach ausprobieren, weil irgendwann sitzt du sonst da und bist 50, 60 und überlegst dir, warum habe ich das nicht gemacht? Also ausprobieren, eben auch auf der Bühne zu sein, Kabarett zu machen. Genau, ja. Wir schreiben ein Programm. Entschuldige, der Gerhard war so der Philosoph in der Gruppe, der ist den ganzen Tag im Kaffeehaus gesessen und hat über Texten herum gearbeitet und ich war Bauleiter und dann ist nach Dienstschluss der Eisenbürger, ist der Gerhard auf die Baustelle gekommen und wir haben im Baucontainer geprobt, weil da war Platz.
und habe uns dann angemeldet für diesen Grazer Kleinkunstvogel, weil ich gesagt habe, wir braten da im eigenen Saft, jetzt gehen wir mal raus und schauen, ob das überhaupt lustig ist. Und wenn es das ist, dann ist es gut, dann tun wir weiter. Aber wenn da kein Mensch lacht, Gerhard, dann lassen wir das. Gerhard, du hast ja auch in deinem Buch wegen Renovierung offen von deiner Schulzeit geschrieben. Genau. Da kommt dieser Satz vor, es war wie barfuß durch die Wüste gehen. Na, barfuß durch die Hölle. Barfuß durch die Hölle, genau, gehen. Ein Zitat, das ich meinem Schauspiellehrer Herwig Seeböck gestohlen habe. Ich habe mir gedacht, selten hat einer meine Schulzeit so schön beschrieben als seine. Und wo war der Konflikt? Ich passe in kein System. Und ich habe einfach das Lernen nicht erlernt. Ich habe nicht gewusst, es hat wahnsinnig viele gegeben, die, glaube ich, nicht jetzt viel intelligenter waren als ich, die aber gewusst haben, dass man sich einfach auf einen Test vorbereitet und dann lernt man das. Also Wissenspolemie, sagt man, oder? Der lernt und dann kommen die 32 Seiten und die kann der auch bis Mittwoch. Und am Donnerstag ist es wurscht. Und das hat für mich damals schon null Sinn ergeben. Ich halte von diesem System nicht allzu viel. Vielleicht auch nur aufgrund dessen, weil ich dort so nicht reingepasst habe und weil man natürlich mit einer Benotung dich das spüren lässt. Und da kann der Lehrer 100-mal sagen, ja, aber du bist ein ganz ein lieber Kerl. Und, aber nicht genügend ist ja nicht genügend. Und das sagt auch in deinem Kopf, dass es nicht genügt. Und wenn du natürlich 8 nicht genügend in einem Zeugnis hast, dann ist es auch gar nicht so leicht, locker flockig nach Hause zu gehen und das Zeugnis zu Hause am Tisch zu legen. Und das war so? Du hast natürlich 8 nicht genügend ja, in Zeugnis gehabt? Ja, Zeugnisse, das ist ein unglaublich. Und ich hatte ja den Schauspieler Simon Schwarz vor 2 Wochen zu Gast im Frühstück bei mir, der hatte auch von einer ähnlich traumatischen Schulzeit erzählt. Ja. Er hat dann die Schule abgebrochen und ist dann auf die Schauspielschule gegangen. Genau. Und hat aber auch gesagt, das hat in ihm bewirkt, er muss das jetzt schaffen, er muss fleißig sein, weil das ist jetzt die letzte Lösung. Aber du hast die Schule nicht abgebrochen und sogar noch eine HTL-Matura gemacht. Genau, warum das? Ich habe sie aufgrund dessen nicht abgebrochen. Weil es gab eben einen Lehrer, den ich sicher namentlich nicht erwähne, der zum Glück keiner mehr ist, weil er für die Gesellschaft als Lehrer nicht taugt. Dem zu beweisen, du nicht. Also du wirst mir nicht sagen, ob ich HTL-Ingenieur werde oder nicht. Weil die Technik dahinter hat mich immer schon interessiert. Weil die hat mir einfach mein Vater in die Wiege geschüttet. Mein Vater, der Techniker war. Der weltbesten Techniker. Und das hat er mir sicher mitgegeben. Aber du hast die HTL-Matura gemacht, genau, als Revolte gegen diesen einen Lehrer, dem du zeigen wolltest, du kannst du mich nicht unterdrücken, nicht, du sagst nicht, genau, was ich mit meinem Leben machen soll. Ja. Ob das jetzt völlig wertlos ist, sei dahingestellt, oder ob es einfach ein Wesenszug in einem ist, dass man sagt, ich nehme mein Schicksal selbst in die Hand. Weil wenn dir das einmal gelingt, glaube ich, gelingt es da zweimal auch. Eine Freundin von mir hat mir einmal aus einem Buch vorgelesen, ich weiß nicht, wie das Buch heißt, aber ich finde das Bild sehr schön. Du kommst auf die Welt in einem Schloss mit 1000 Türen, und, als Prinz oder Prinzessin. Und jeden Tag macht einer dir zu, ganz unbewusst, indem die Mutter sagt, du kannst überhaupt nicht singen, oder jetzt bist du wieder ungeschickt, oder du kannst nicht malen, oder greift jetzt nicht an, jetzt fliegt er wieder runter. Und wenn du halt Glück hast oder irgendjemanden in deinem Leben triffst, der dich bei der Hand nimmt oder dir ein Buch hinlegt, wo man sagt, lies das einmal, dann kannst du irgendwann einmal anfangen und sagen, so, Dankeschön, und jetzt beginne ich meine Türen wieder aufzumachen. Weil vielleicht kann ich ja singen, vielleicht kann ich ja tanzen. Und gerade beim Singen, wer kann denn schon singen? Ich kann ja nicht einen Pavarotti mit einem Bruce Springsteen vergleichen oder einem Helge Schneider. Kann der Helge Schneider singen? Na, aber es ist wurscht. Oder vielleicht kann er singen, ich weiß es nicht. Er singt. Und alleine das macht es zu etwas Wertvollem, weil jemand sagt, ich biete was an, so kann ich's. Also welche Färbung bringe ich in diese Welt hinein, weil ich davon ausgehe, dass ich nicht unnötig da bin? Welche Färbung darf ich denn dazu beitragen, dass diese Welt bunter wird? Und vielleicht ist es der Gesang, vielleicht ist es aber auch das Gefallen an einem unmöglichen Gesang, der andere zum Lachen bringt. Dann hat es diesen Mehrwert. Und den zu erkennen, war sicherlich der Herwig ein Schlüssel. Ich habe jetzt in meinem neuen Buch Interview mit dem Leben viele kluge Sätze von Frühstücksgästen auch niedergeschrieben und auch Gedanken zu großen Lebensthemen zusammengefasst, zum Beispiel auch zum Erfolg. Mhm. Und eines, was mir fast alle Gäste durch die Bank sagen ist, habe ich auch schon hier erzählt, ist, dass es darum geht, die Extrameile zu gehen. Wie war das in deinem Leben? Was ist das genau? Was meinst du mit dass man mehr macht als die anderen. Ach so. Weiß ich nicht. Na, ich habe es nicht das Gefühl, dass ich da so einen harten Weg hinter mir habe.
Ich bin einfach stetig einer Idee gefolgt, die irgendwie in mir schlummert und der ich nachgegeben habe. Also die Idee, auch auf der Bühne sein zu wollen. Genau, eine Geschichte zu erzählen. Und das war schon immer, das war schon in der Volksschule. Meine Dame, die Frau Lehrerin Schmid, die hat damals schon gesagt, das wird einmal ein Schauspieler zu meiner Mutter. Die hat das irgendwie erkannt. Also irgendwie schlummert das in einem da drinnen. Aber was ich nicht gemacht habe und dass ich entgegen vieler Meinungen, dieses da kennt ja jeder kommen oder warum soll es genau bei dir gelingen, dem habe ich nie nachgegeben. Weil ich mir gedacht habe, ja, das ist wurscht, bei mir wird es gelingen. Bei diesen Sätzen, die ich niedergeschrieben habe, ist einer meiner Lieblingssätze kommt von Nena. Die hat in Sachen Erfolg gesagt, nicht nur Qualität, sondern vor allem Liebe setzt sich durch. Genau. Das kannst du das auch eben anhand deines Weges so sehen? Oder? Ist auch meines Erachtens eine Grundvoraussetzung, dass du das, was du machst, dass du wirklich verliebt bist in das. Weil wenn du eine Sache machst, in die du verliebt bist, dann schaust du auch nicht auf die Uhr. Und Zeit ist der größte Killer. Aber hast du nie daran gezweifelt, als es eben noch nicht gut funktioniert hat und als dich viele Veranstalter abgelehnt haben? Doch, oder, voll. Dass du am richtigen Weg bist? Und darum muss man halt manchmal einfach gehen. Beim Impro-Theater spielen gibt es diesen schönen Satz, spring und das Netz wird kommen. Und ich habe das für mich so als Lebensbild genommen, dass man sagt, es ruft keiner bei dir an und sagt, Herr Seidl, wir brauchen da einen Kabarettisten, weil am Mittwoch wird das Orpheum frei, sondern spring rein. Und es wird dir auch keiner sagen, wie du Kabarettist wirst. Weil ich bin es halt so geworden, andere werden es anders. Indem du eben einfach begonnen hast zu schreiben. Genau, das Programm eigentlich aus der Not heraus, weil ich nie eine Schauspielschule absolviert habe, außer beim Herwig Seebeck, aber dafür gab es kein Zeugnis. Und dadurch auch nie vorstellig wurde in einem Haus selbst. Das heißt, du beginnst damit, die eigenen Texte zu schreiben und die auf einer Bühne zu spielen, wo man sagt, du darfst hier deinen eigenen Text spielen. Und das ist ein Kabaretthaus. Und dann bist du Kabarettist. Was war die erste Bühne? Also die erste haben wir uns selber gebaut, ein Sprungbrett hat das geheißen. Das war in Schwächert, in der Brauerei. Und da sind Leute gekommen, da haben natürlich alle angerufen und ich habe wirklich liebe Freunde, die sind in jeden, also nicht jeden Abend jetzt, aber ständig und haben dann selbst im eigenen Freundeskreis die Werbetrommel gerührt und haben gesagt, geht's dorthin und die sind wirklich lustig. Und wir haben vor 8 Leuten in der Drehleier gespielt, da gingen aber, glaube ich, 400 Leute rein oder 500. Also da stellt man dann schon hinten Oleander hin oder Tisch, die keiner braucht, dass es irgendwie voll ausschaut, was fürchterlich ist. Es ist fürchterlich für den auf der Bühne und es ist fürchterlich für den im Zuschauerraum. Da steht jetzt einer mit einem Text, der glaubt, er wird Kabarettist und ich bin einer von 7 Besuchern. Also entweder ich habe jetzt den Vogel abgeschossen und sehe einen in seinen Anfangsjahren, wo ihm noch keiner gesehen hat, oder es ist einfach wie ein verlorener Abend. Und während des Spielens denkt man selber und ist einfach nur so dankbar, danke fürs Kommen. Und im Böchlein habe ich gespielt, hat der Veranstalter gesagt, na, ich hole noch meine Mutter. Und ich denke, lass doch diese gute alte Frau so, was kann die dafür, dass du Veranstalter bist? Weil auch so wenige da waren. Na, ganz wenig. Aber das macht nichts. Ich glaube, es ist einfach der Weg. Und der Al Cook hat einmal sehr schön gesagt, Musiker fangen heute im 8. Stock zum Hausbauen an. Durch also, die Castingshows. Eben, ja. Und er sagt halt, ja, wir haben die Instrumente noch selbst und dann haben wir in Köln gespielt und da sind wenig Leute gekommen, aber das ist ein tolles Fundament. Also vielleicht braucht es das. Ein Adventfrühstück mit Gary Seidel, Bauprofi, Buchautor und Star-Kabarettist. Heute ganz persönlich. Ich habe gewusst, es lässt sich nicht vermeiden. Ich habe den Schönen gefunden, passend zur Weihnachtszeit. Wer waren die ersten 3 Politiker? Frage. Es waren die Heiligen drei Könige. Sie legten die Arbeit nieder, zogen schöne Gewänder an und gingen auf Reisen. Wie war? In jedem Witz steckt ein Fünkchen Wahrheit. Kabarettist Gary Seidel. Jetzt im Gespräch mit Claudia Stöckel. Wir frühstücken heute zu Hause bei Gary Seidel. Ein wunderschönes, modernes Haus, Blick in den verschneiten Garten auf der einen Seite und auf der anderen Seite, also ihr habt jetzt ganz viele Glasfronten hier, schaut mal auf die Donau. Man schaut auf die Donau und dann drüben diese Au, die man sieht, die gehört auch noch zu Höflein dazu. Und dann ist es über Kreuzenstein, sieht man die Hügel von da drüben. Nein, also es ist traumhaft und ich habe diesen Grund geerbt, weil kaufen hätte ich ihn mir nicht können und besitze ihn jetzt im wahrsten Sinne des Wortes und genieße ihn auch. Und hast auch wirklich was draus gemacht. Aber trotzdem hat mir deine Frau am Telefon gesagt, es war eines der schwierigsten Jahre, das Jahr des Bauens. Und dann ist ja eure Tochter noch ganz klein gewesen. Genau. Wie hast du das in Erinnerung?
das 12er Jahr war das, dann wir gebaut und die Petra hat geplant. Die ist eben Architektin. Als Architektin, ne? Jetzt ist sie immer in der Nacht oft gesessen, wirklich bis 5, 6 in der Früh und hat geplant. Und am nächsten Tag bin ich dann schon weggefahren, da habe ich gerade so eine Tour durch ganz Österreich gemacht. Ich war einfach wahnsinnig viel weg und bin aber schon um 7 in der Früh da auf der Baustelle gewesen. Und habe dann oft echt mich zusammenpackt und geschaut, dass ich irgendwie noch da kalt dusche, weil da war die Dusche dann noch da vom alten Haus. Der Boiler hat aber schon längst nicht mehr funktioniert, Heizung hat es keine mehr gegeben. Und da einfach noch schnell zu duschen und ins Theater zu fahren und unterwegs zu sein. Und da geht ja die Kraft, also jeden Abend gespielt, jede Nacht geplant, das Kind klein. Also irgendwann einmal bist du dann an der Belastungsgrenze und dann wird man ein bisschen missmutig und ist dann kurz davor, dass man sagt, dann hört man auf. Tut man aber nicht. Also ich glaube, das macht es auch dann letztendlich zu einem schönen Projekt, also wenn es nicht so ganz so leicht geht. Das finde ich immer schön, wenn ich dann so, da gibt es einige Details, wo man sagt, oh, da weiß ich nicht, wie wir das eingebaut haben. Das schaut jetzt anders aus, als man wollte vielleicht und das macht es zudem. Aber man könnte jetzt sagen, die ideale Kombination mit dir und deiner Frau, eine Architektin und ein gelernter Bauingenieur und Bauleiter, bauen ein Haus. Mhm. Läuft es dann so reibungslos, wie man sich das vorstellt? Mit getrennten Schlafzimmern kann man sich das vorstellen. Nein, also der Bauleiter mit dem Architekt zwingend in einer Beziehung und Harmonie vorausgesetzt war. Was den Architekt teilweise so kreativ macht, ist, dass er ja die Technik oft hinten anstellt, um auch Entwürfe zu machen, wo man sagt, na, das will ich da auskragen haben. Auskragen heißt was genau? Na, auskragen heißt einfach, dass ich ohne Stütze da so 6 Meter oder 5 Meter eine Stahlbetonplatte aus dem Hang schauen lasse. Ich glaube, allein der Tiefbau hätte ich, glaube ich, 40.000 Euro verschlungen oder 50. Also, und das kommt ja gar nicht in Frage. Mhm. Ja, und darum sage ich auch immer, ein Architekt ist dann auch letztendlich nur so kreativ, wie sein Bauherr es zulässt. Macht aber jetzt nicht zwingend gute Architektur für mich aus. Also ich finde eben das Spannende daran, dass man sagt, man hat ein Budget und aus dem, was wir haben, machen wir das Beste. Du hast ja ein ganzes Buch geschrieben über deine Erfahrungen am Bau. Was soll der Leser von deinem Buch mitnehmen? Das ist was Wunderbares sein kann, ein Haus zu bauen. Sagst du jetzt, wo du in deinem fertigen, wunderschönen Haus sitzt? Nein, weil ich auch ganz viele frohe Kundschaften getroffen habe. Es ist aber auch ein großes Ding. Also selten müssen an einem Teil so viele Menschen zusammenarbeiten. Ich lache dann immer, wenn ich höre, so Rückholaktion bei Nissan oder sowas, wo 1000 Computer geschaut haben, ob dieses Getriebe funktioniert oder nicht. Und dann hat der 17 Probefahrten gemacht. Kein Haus hat 17 Probefahrten. Mhm. Da wird schon meist Heizung, bevor es überhaupt fertig ist. Und dann soll es aber auch schon funktionieren. Weil Heizung einstellen ist schon unangenehm. Das ist, es muss der Norm kommen. Ich denke mal, ja, wenn Heizung gehört, eingestellt. Das ist ein Prozess und dann muss er kommen, muss es entlüften und muss es noch einmal füllen vielleicht. Und wenn ich sage, wir holen jetzt 200.000 Autos zurück, sagst du, naja, das kann schon passieren. Und beim eigenen Haus muss immer alles sofort funktionieren, obwohl es jedes Haus ein Prototyp ist. Aber eigentlich musst du der Traummann für jede Frau sein. Du bist Praktiker, kennst dich mit technischen Gerätschaften und hier aus und bist noch Künstler und hast die kreative Seele. Das klingt nach einer guten Kombination. Ja, vielleicht solltest du meine Freundin werden, aber ich glaube, ich kann auch sehr unangenehm sein. Ich Warum? Weiß nicht, ich trage schon manchmal so einen Weltschmerz mit mir. Also immer lustig bin ich nicht. Aber Leute, die immer lustig sind, sind merklich unheimlich. Einer, der immer lacht, hat es oft nicht verstanden. Ich habe deine Frau gefragt, ob Eifersucht ein Thema ist, weil ich mir vorstellen kann, eben du bist sehr, sehr viel unterwegs, fast zwar sehr oft auch in der Nacht nach Hause, aber trotzdem bist ein fescher Mann, stehst auf der Bühne, erfolgreich jetzt und es gibt ja, nehme ich an, auch einige weibliche Fans. Kaum. Ja. Müsste dir denken geben. Ja, na, also viele, also ich weiß nicht, es gibt Groupies, gibt es nicht im Kabarett, ganz, ganz wenig. Also sagst Kabarett, du mit Bedauern? Nein, ich sage es wirklich. Also was das angeht, muss ich ehrlich sagen, da weiß ich, wo ich hingehöre. Das hat sie eh auch gesagt, dass sie das überhaupt nicht einfallen würde, darüber nachzudenken. Nein, und das ist auch gesund. Also und das ist auch für mich gesund und das haben wir uns auch ausgemacht. Also weil wenn du da beginnst, dann ist es, da bist du auch verloren. Also ausgemacht Treue ist ein ganz hohes Prinzip. Genau, absolut. Ja. Weil ich mir nicht vorstellen könnte, wenn das nicht mehr ist, dann zerfällt das Ganze da. Und irgendwie ist das so wichtig. Ja, du bist ein Familienmensch, hat sie auch gesagt, ja. Also das ist eigentlich harmoniebedürftig. Komplett. Ich habe eine gewisse Streitkultur erst mit meiner Frau erlernen müssen. Weil die kann das. Also die war gnadenlos. Konnte ich gar nicht. War auch nie wirklich, es ist in der Familie nie, so immer sehr harmonisch. Meine Eltern bis zum Schluss auch verheiratet natürlich.
Dementsprechend gab es das nicht. Es gab keinen Rosenkrieg zu Hause. Es gab nicht, ich muss jetzt mit den neuen Kindern meines Vaters zurechtkommen. Das gab es alles nicht. Also ich bin ja wirklich in einer Alice im Wunderland-Welt groß geworden. Aber Streitkultur, das sage ich jetzt mittlerweile, ist was ganz Gesundes. Wenn sie als Kultur gelebt wird. Also dass einmal die Fetzen fliegen, das ist schon passiert. Also immer über der Gürtellinie, zum Glück. Also dass man nicht Sachen sagt, die dann wirklich leid tun. Mhm. Aber dass man, also das habe ich auch immer gesagt, das soll hier passieren dürfen. Dass jemand sagt, das reicht mir. Ich habe auch zu Lilly gesagt, das ist schon sehr, also wo ich schon das Gefühl hatte, sie versteht, was ich meine, wo ich zu ihr gesagt habe, Lilly, ich bin zum ersten Mal Vater. Das kannst du nicht lernen. Es gibt kein Vaterstudium. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Schaß baue, sag mir das. Weil sonst glaube ich nämlich, ich mache das großartig. Ist aber nicht. Und ich habe überhaupt nichts davon, wenn du mir mit 21 sagst, dass du das gehasst hast, diese Seite an mir. So herumgezupft oder was auch immer. Ja. Und du hast gesagt, sag mir das gleich. Und das haben wir uns ausgemacht, irgendwie. Also wenn es eckt, dann sagt man das dem anderen, um etwas auch gar nicht, was völlig unnötig ist, groß werden zu lassen. Und hat deine Tochter dir schon einmal laufend ein Feedback gegeben, das dich zum Nachdenken gebracht hat? Also eigentlich muss ich sagen, nachdem ich bin ja wirklich auf der, also mein Programm heißt ja nicht umsonst Sonntagskinder, ich bin auf der Butterseite zu Hause, weil eigentlich das Strenge deckt alles meine Frau ab. Also ich bin wirklich der Lustige, der dann, weiß ich nicht, mit ihr Sachen unternehmen darf. Und sie ist natürlich, Petra ist auch mehr zusammen mit ihr, sie ist ein Rebell, die kleine Maus. Auf der anderen Seite war das immer unser großes Ziel, dass wir einen Menschen halt Mensch sein lassen. Ich brauche kein Kind, das da sitzt, jetzt im Sinne von Sachen sagt, die ich gern höre und sich so benimmt, weil ich dabei bin. Also das, glaube ich, ist der Sache nicht ähnlich. Dieses Stimmvieh, wie man sagt. Und heute steht da ein 9-jähriges Mädchen mit einer fundierten eigenen Meinung. Das ist nicht immer angenehm, wenn man sagt, nein, wir gehen jetzt, und sagt, nein, gehen wir nicht. Aber Diskussionen, ob die Haube jetzt zum Schal passt oder die Socken zusammenpassen, die führt meine Frau mit ihr. A, weil sie wichtig ist, ja, B, weil sie es erkennt. Mhm. Ich erkenne sie ja gar nicht. Mhm. Also sie sagt immer, Papa, welchen Schuh, soll ich die Schuhe anziehen? Sag ich, wenn sie dich nicht drücken, dann nimm sie. Also geh einfach, und wenn der kalt ist, du wirst drauf kommen. Also ich glaube, dieses Herdplattenphänomen ist gesund. Also wenn natürlich meine Frau sagt, ja, aber wenn sie dann krank ist, dann ich bin zu Hause und pflege sie, sage ich, das stimmt natürlich. Aber man muss vielleicht einmal einen Nachmittag frieren und dann beim zweiten Mal sagen, na, ich nehme die Haube doch mit. Weil ich könnte jetzt noch 11-mal sagen, nimm die Haube mit, und wird das Fleiß nicht aufsetzen, weil sie ein Sturkopf ist. Ja, von wem hat sie das wohl? Von mir. Ja. Also das ist gut so. Beide Stier, wir sind beide Stier. Ja, ja. Ein frischer Kaffee auf dem Tisch? Ja. Ich bin jetzt zum Avocado-Brot übergewechselt. Das ist Avocado? Das ist eine Avocado-Creme, genau. Aha, nehme ich auch. Deine Frau hat Dinge gezaubert, die du gar nicht kennst. Nein, an sich schon, aber nicht so püriert. Okay. Und ein köstliches Brot. Deine Tochter ist vorhin heruntergekommen und hat das WLAN aufgedreht. Ja. Wirklich wesentliche Dinge für eine 9-Jährige offensichtlich. Was aber auch heißt, dass wir es abdrehen. Ah ja, genau. Genau. Einfach um zu vermeiden, dass sie zu oft ins Internet geht. Ja, na, das ist strahlt. Wobei mir jetzt wieder ein Physiker erklärt hat, das ist vollkommen wurscht, ob es das auf- oder abdrehst. Es strahlt oder nicht. Also vor allem die Strahlung ist ungefährlich. Also man hört halt das und das. Da sind wir jetzt gerade dabei, das in den Griff zu bekommen. Was genau? Wie lang darf man im Internet sein? Was darf man sich anschauen? Wann ist es eine Krücke für die Kreativität? Als 9-Jährige. Als 9-Jährige, jetzt für Sie, vor allem. Nein, auch für mich. Ah ja. Also ich nehme mich als Erwachsenen nicht aus. Ob man es schafft, nach Hause zu kommen und zum Beispiel sein Handy ganz wegzulegen, nämlich in den Keller. Machst du? Nein. Möchtest du? Möchte ich, weiß ich auch nicht, aber ich möchte jetzt als Gedankenmodell einmal so am Tisch stehen lassen, weil ich ihr quasi etwas vorschreibe, was ich selbst nicht mache. Ja, nämlich nur eine ganz begrenzte Zeit hier. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, du bist erwachsen und das ist ein Kind. Auf der anderen Seite täte es uns, glaube ich, auch nicht schlecht zu sagen, dreh's weg. Nämlich auch, dass diese Option, es könnte wer anrufen, weg ist. Das macht, glaube ich, diesen Weihnachtsabend auch zu dem. Ja, eben, wollte ich gerade sagen. Genau. Und auch ein guter Gedanke für die Adventszeit, genau. Einmal Handy fassen. Dreh's weg.
Ja. Und wir sind da auch, letztes Jahr haben wir das gehabt, wir heuer waren noch nicht zu Hause, mit Adventkranz, da haben wir so ein Ausräuchern war das so. Da sitzt man dann da und schreibt so 5, 6 Sachen auf und die übergibt man dann dem Feuer, so Wünsche. Und dann ist so 10 Minuten nix und da redet dann niemand was und das ist die Kerze und das ist Wahnsinn. Und das habt ihr an einem Adventssonntag gemacht? Nein, eigentlich jeden haben wir versucht. Jeden Adventssonntag? Jeden, voriges Jahr. Aber da geht es darum, dass man Wünsche aufschreibt oder Eigenschaften, von denen man sich verabschieden will? Nein, es war, das ist ein eigenes Ritual, ich habe natürlich den Namen vergessen, wie so vieles. Da schreibst du, glaube ich, 11 Wünsche auf und die übergibst du dann dem Feuer. Und also da haben wir dann draußen noch so eine Schale gehabt und wuff, das raucht dann weg. Übergibst du dem Feuer und so quasi dem Schicksal. Und eins bleibt über von deinen 11 Zetteln. Und also Wünsche ans Universum, könnte Aufgabe, man sagen. Die Aufgabe, die du nächstes Jahr hast. Was schreibst du auf dem Zettel genau? Zum Beispiel Vertrauen lernen, sowas. Nein sagen lernen. Oder alles, was dir taugt. Und die Aufgabe, die überbleibt, das ist dann die du zu erledigen hast. Also du schreibst dir Dinge auf, die du gerne lernen möchtest oder in Angriff nehmen möchtest. Genau. Und das, was überbleibt, das gehört dann dir. Und den Rest hast du quasi dem Universum geschickt und das machen dann andere für dich. Und was ist bei dir darauf gestanden? Was musstest du 2018 erfüllen? Ich überlege gerade. Ich glaube, es war sogar in Richtung Nein sagen lernen. Weil ab dem Zeitpunkt, wo etwas läuft, was es ja jetzt gerade tut, wie lange auch immer, weiß ich nicht, ist man natürlich immer in dieser Gefahr, dass man zu sehr läuft und dann läuft man zu schnell. Und dann verliert man das, warum man es eigentlich genau gemacht hat. Und den Punkt will ich gar nicht erst erreichen. Also dieses Krankheit als Weg, lasse ich aus. Ich will gar nicht erst in die Verlegenheit kommen, dass mir irgendwann einmal so schlecht geht, dass ich sage, das muss ich absagen oder was auch immer, weil es wird zu viel rundum. Aber mich interessieren halt so viele Sachen. Und ich will das alles ausprobieren. Darum kann ich auch kaum ruhig sitzen. Was ganz schlecht ist, in Wirklichkeit. Aber du sitzt eigentlich recht ruhig da. Ja, aber nur weil ein Mikro da steht und wir uns ausgemacht haben. Ansonsten hätte ich schon spazieren oder Holz schneiden oder was schreiben. Also, oder wieder was in Angriff nehmen. So, ich bin so ein Projektfreund. Aber du hast vorhin gesagt, Nein sagen ist wichtig. Ich habe auch eben genau diesen Satz von Christina Stürmer in meinem Buch niedergeschrieben, wo sie gesagt hat, ich habe gelernt, herauszufinden, was ich wirklich will und Nein zu sagen. Das war das Wichtigste für meine Entwicklung. Genau. Da geht es um Entwicklung. Also das ist letztendlich dann ein Schritt, wenn der Erfolg da ist, dass man eben nicht mehr nur daran denkt, was möchte ich und wie kann ich es erreichen, sondern wie kann ich das Erreichte in so eine Bahn bringen, dass ich damit gut leben kann. Zum einen und zum zweiten, dass nicht immer nur more of the same ist. Ja? Ich könnte natürlich, jetzt könnte ich Doppelvorstellungen auch spielen. Aber das ist ja dann nur mehr, aber dir geht ja die Kraft aus. Aber unser Ausgangspunkt war, dass wir über die Adventszeit auch als eigentlich gedachte Fastenzeit gesprochen haben und das Handyfasten. Und dass du gerade dabei bist, mit deiner Tochter auch über den Smartphone-Konsum zu sprechen. Genau. Was ist da deine Linie? Also eine halbe Stunde im Internet auf ausgesuchten Seiten. Das ist unsere Linie. Wer sucht die Seiten aus? Sie mit mir oder meiner Frau gemeinsam. Also indem sie jetzt sagt, das ist diese DIY, oder so, das sind so Do-it-yourself-Videos, dann es gibt nämlich auch völlig verhaltensauffällige Jungs und Mädchen im Internet, die dir mit einem Sammelsurium an Worten irgendwie erklären, wie man Gummistiefel zerschneidet. Ja, heute zeige ich dir, wie man einen Stein hebt. Oder so. Wahnsinn, also die fallen gänzlich aus dem Vertrauensgrundsatz. Und da sage ich, Lili, das ist nicht bitte, lass das weg. Und das bespricht man aber und sie schaut sich halt dann ihre Seiten an. Wie bringst du deine Tochter zum Lachen? Zum Lachen, also wenn es ganz schnell ist, dann weiß ich genau, wo sie kitzlig ist. ansonsten versuche ich sehr wenig ernst zu nehmen. Wir sind beide Freunde des Wortwitzes und ich schüttle ja jedes Wort. Oder schau, dass es einen Liedtext gibt oder einen Reim. Das habe ich mit dem Xandl entwickelt, mit meinem Techniker. Also ist, im Auto sitzen bei uns ist sicher unerträglich für einen Dritten, weil es wird kaum, sieht man was, wird sofort geschüttelt. Also wild erschallt der Schilderwald. Ja, so, zeig nochmal. Solche Sachen. Also, wild erschallt der Schilderwald, wenn man auf einmal viele Schilder sieht, oder müssen wir uns sehr hetzen oder können wir uns hersetzen. Also wurscht, welches Wort du irgendwie hörst, wird sofort geschüttelt. Das ist also eine Krankheit von uns. Was kannst du zum Frühstück schütteln? Klasse war es noch ein Wasserglas. Man schmeißt ein Hötzl. Da gibt es ja Weltmeister in solchen Dingen. Und das ist so ein Schmäh. Und eins muss ich sagen, das hatte die Lilly von Anfang an, die hat Humor.
Also die hat ziemlich rasch erkannt, wann was irgendwie ironisch gemeint sein könnte. Und das finde ich sehr lustig. Und das ist meine Frau auch. Also das finde ich dann am erfrischendsten, weil wenn der Humor auszieht aus deinen vier Wänden, du bist dann war es es, glaube ich. Ein Adventfrühstück mit Gary Seidel. Bauprofi, Buchautor und Star-Kabarettist. Heute ganz persönlich. Heute der dritte Adventssonntag und ein Frühstück mit Kabarettist Gary Seidel. Die drei Kerzen in Lila brennen auf diesem sehr, sehr schönen Adventkranz. Und die Katze ist vorbeigelaufen, habe ich vorhin gesehen. Es ist sehr idyllisch. Wir sind eigentlich mitten im Grünen. Im Wald, wir wohnen im Wald, ja? Ja, wir wohnen im Wald, genau. Und da gehst du auch manchmal spazieren, hast du gesagt, oder? Sehr gerne. Ja, mit dem Hund, den es ja jetzt auch gibt. Ich bin mittlerweile sehr froh, dass wir ihn haben. Also diese eine Stunde, die ich da jeden Tag im Wald spazieren gehe, das ist zum Beispiel so wertvolle Lebenszeit. Da geht man und wenn es dann ganz wertvoll wird, lass das Handy zu Hause. Du wohnst ja da, das ist ja auch eine ganz spezielle Situation, eigentlich 100 Meter Luftlinie von deinem Elternhaus entfernt. Mhm, ja, stimmt. Deine Mutter lebt dort noch. Mama wohnt dort, ja. Und dein Vater ist vor 2 Jahren gestorben. Genau. Und das, hast du gesagt, wird zu Weihnachten auch eine Erinnerung sein, wie bei so vielen, wenn dann jemand fehlt. Auf einmal fehlt wer. Ja. Natürlich, ja. Also ich bin eigentlich jeden Tag in Kontakt mit ihm. Muss ich sagen? Wirklich? Ja, ja. Das ist nämlich irgendwas Technisches oder das. Denke ich mir immer, wie hätte der Vater das gelöst? Weil elektrisch bin ich jetzt nicht so firm, habe aber trotzdem versucht, alles so weit, Lampen und so, was das angeht, das mache ich alles selber. Aber da denke ich mir, es wäre schon fein, wenn er da wäre, also ein Stromstoßrelais anzuschließen, das ist jetzt, das habe ich einmal gemacht, ist dann nicht gelungen, macht auch nichts. Und aber hast das du hätte dich er gekonnt. Irgendwie verletzt? Nein. Nein, es fliegt dann in der FI und dann wird es halt finster und dann schließt man es wieder ab und dann ruft man Elektriker an und sagt, das hätte früher alles der Vater gemacht. Und auch was die anderen Themen angeht, mein Vater war ausgestattet wie kaum ein anderer, den ich kannte, mit Gerechtigkeitssinn. Also, aber die Erinnerung ist eine schmerzhafte, also die Erinnerung an den Verlust. An den Verlust natürlich, aber letztendlich wissen wir es, dass er auf uns zukommt. Und es ist ihm im letzten Jahr gar nicht gut gegangen. Also, er ist ja an Krebs gestorben. Lungenkrebs gestorben. Ja, er ist an Lungenkrebs gestorben und das ist kein schönes Jahr, das letzte. Aber dass wir gehen müssen, ist klar. Mhm. Ich versuche mich auch jeden Tag so zu verabschieden, also ob ich nicht mehr heimkäme. Wenn du fährst? Genau. Zu deinen Auftritten? Aber ich versuche generell, das Feld aufgeräumt zu hinterlassen. Und nicht im Streit zum Beispiel. Weil ich glaube, wenn der Fall wäre, dass etwas passiert, ganz scheiße. Also nämlich für den, der überbleibt. Für den Rest ist, glaube ich, wurscht. Aber dass man geht, macht mich nicht traurig. Weil ich glaube, man geht wohin, wo es genial ist. Ja, woran glaubst du? An ein ich Leben an die danach? Wiedergeburt. An die Wiedergeburt. Ja. Also ich glaube schon, dass du mit einer Aufgabe auf die Welt kommst und die solltest du hier so gut als möglich meistern. Und wenn du das in dem Leben nicht lernst, ich glaube, dann hast du einfach noch ein Leben Zeit, um drauf zu kommen. Und wenn du das wieder nicht kapierst, hast du noch ein Leben Zeit. Hat dir deinem Vater da beizustehen geholfen? Warst du dabei, als er gestorben ist? Nein, leider nicht. Wie ist er alleine gestorben? Alleine. Im Krankenhaus. Weil das, glaube ich, so wollte. Mhm. Und weil es Zeit war. Und da war niemand bei ihm? Nein, weil er das nicht wollte. Mhm. Weil sonst hätte er noch gewartet auf uns. Mhm. Also wir waren am Weg. Letztendlich denke ich mal, was bis zu dem Zeitpunkt nicht gesagt wurde, wird auch nicht mehr gesagt. Also an diese famous last words. Ich würde diese letzten Worte gerne nach vorne schieben, weil dann kann man vielleicht mit denen etwas bewegen, was die letzten Jahre noch etwas fruchtbarer gestalten. Mhm. Das stimmt, ja. Also ich weiß nicht, ob man sich alles für den letzten Augenblick aufheben sollte. Dann gibt es das schöne Beispiel mit der schönen Unterwäsche. Für einen ganz besonderen Zeitpunkt, dann ziehe ich sie an und dann hat es letztendlich einen Bestatter geschickt. Das Spitzenkleid. Aber ja, traurige Geschichte. Traurige Geschichte, aber ein schönes Bild für zieh sie morgen an, weil dann haben wir noch was davon. Also dem Grundsatz, ein paar Blumen während des Lebens, besser denn auf den Gräbern sind sie vergeben. Vergebens, ja. Genau, also insofern bin ich einfach nur schlicht und ergreifend dankbar für alles, was mein Vater mir hinterlassen hat, ja, und was er mir gezeigt hat. Also was wird am Heiligen Abend an deinen Vater erinnern? Was ganz Banales erinnert mich immer an ihn, dass der Papa nicht zugelassen hat, dass ein Backel aufgerissen wird. Das würde mit einem stets bestens geschliffenen Schweizer Messer wurde das dick so durchtrennt. Und dann ist das Geschenkspapa wieder zusammengelegt worden. Das sind so Kleinigkeiten. Ich wollte dir noch ein paar Sätze sagen, die ich eben aus diesen 21 Jahren Frühstück bei mir jetzt niedergeschrieben habe in dem Buch, wie du das siehst. Okay. Weil man ja auch im Advent
oft über Dinge und über das Leben nachdenkt. Genforscher Markus Hengstschläger hat gesagt, wer glaubt, braucht keinen Beweis und sollte ihn auch nicht verlangen. Wenn meine Frau sagt, sie liebt mich, habe ich noch nie gefragt, warum. Wie schön. Ist schön, gell? Ja, sehr schön. Stimmt. Ja, darum heißt der Glaube auch Glaube, wenn man es nicht weiß. Ne? Bist du gläubig? Ja, aber an nichts, was man angreifen kann. Für mich muss keiner eine Kirche bauen. Eben, du hast schon gesagt, zu Weihnachten feierst du eher das Fest der Liebe und das, ja, die Familienzusammenkunft. Genau, der, ja, Baum ist eine Tradition. Also, ja, hätten meine Eltern eine andere Tradition, hätte ich die wahrscheinlich angenommen. Und Adele Neuhauser, die Tatortkommissarin, hat gesagt, man muss nur wach sein, es gibt noch andere Welten, man muss sie nur zulassen. Ja, das glaube ich schon. Die sind da. Also ich pendle auch. Soll ich das machen oder nicht? Und das setzt du dich hier an diesem Tisch? Und genau, meistens da. Also ich habe jeden Abend, wenn ich heimkomme, stehe ich da vor diesem Fenster und schaue rüber zur Burg Kreuzenstein. Bin dankbar und in der Früh mache ich dasselbe. Und meistens sitze ich dann da und irgendwas keimt in mir auf. Dann gönne ich mir die Ruhe und frage nach. Und dann hat man so das Gefühl, man hängt jemanden anderen die Antwort um. Und da hast du ein Pendel auf dem Finger so, oder so ein in Pendel der Hand? In der Hand, ja, und das schlagt dann aus. Dann fragt man halt, also ja, nein. Und nach vorne zurück ist es ja und wenn es richtig ist, nein. Und das bewegt sich sehr stark. Ich rede auch, wenn ich im Wald gehe. Ich gehe sprechend durch den Wald. Und frag Sachen. Ich habe so einen Dialog mit meinem Universum. Ja, und was fragst du zum Beispiel? Na, wie ich mir vorstellen könnte, dass das oder das passieren soll. Dann weiß ich nicht, ob das eine gute oder schlechte Idee ist. Und dann habe ich so dieses Gefühl, da hört mir wer zu. Und dann warte ich einfach oft nur. Und dann passieren oft solche Sachen. Auf einmal läutet das Telefon. Da denkst du, witzig, der nimmt mir gerade die Idee ab. Auf einmal ruft die an. Also ich glaube ich bin so ein Schicksalsdenker, dass das, was du ins Universum schickst, wenn du es klar definierst, ja, also, und das ist aber der springende Punkt, ja, dass du klar definieren musst, was willst. Was wünschst du dir fürs nächste Jahr zum Beispiel? Was formulierst du da aus, ganz klar? Dass mein Kind neben mir Kind sein darf und dass wir miteinander das finden, was unser Herz erfreut. Also weil, eins muss ich schon sagen, also der Beruf, den ich da habe, der ist sehr lustig. Nämlich für mich, und das ist mein Traum, aber den träumen ja zwei mit. Ne? Petra und Lilly sind ja machen ganz viele Abstriche. Also insofern bin ich ihnen A, dankbar und B, versuche ich sie, dass ich in Bahnen zu leiten, dass auch ihre Wünsche zumindest genauso viel Gehör finden wie meine. Also das ist etwas, da feile ich ständig. Weil es immer eine Gratwanderung ist zwischen auf Tournee gehen und netter haben sie. Ja. Und irgendwann einmal, vielleicht wenn die Lilly nicht mehr bei uns wohnt, geht die Petra mit auf Tournee. Oder ich gehe gar nicht mehr auf Tournee, weil es kann mich interessiert, welche Geschichten ich zu erzählen habe. Oder ich mache ganz was anderes. Oder ich bin Bergbauer im Lungau. Kannst du dir auch vorstellen? Ich kann mir alles vorstellen. Ja. Was ich mir wünsche für mich und die mich begleiten, ist, dass es das Richtige ist. Weil ich glaube, wenn es ein glücklicher Bergbauer ist, ist er bedeutend glücklicher als ein unglücklicher Schauspieler. Braucht kein Mensch. Also kein Mensch braucht einen unglücklichen Schauspieler. Genauso wie einen unglücklichen Bergbauer. Und dann mache ich was anderes. Und ich werde wieder meinen Gefallen daran finden, weil es so viele Sachen gibt, die mich interessieren. Welchen Song dürfen wir dir jetzt noch spielen? Einen wunderschönen und vielleicht zum Teil kitschigen Ich widme ihn meiner Frau und meiner Tochter vom André Heller, den ich wahnsinnig schätze und verehre, wie ein Herzschlag heißt zu mir. Und das sagst du ihnen auch, oder das möchtest du ausdrücken, dass das sie so wissen zu dir die zwei. Gehören? Ja, ja, das sage ich auch und das wissen sie. Ich bin glücklich. Luxus ist für mich, mir grundsätzlich aussuchen zu können, wie mein Leben ausschaut. Ich muss niemandem dienen. Aber natürlich deine Familie dienen, ernähren. Ich ja nicht. Ernähren. Ja, aber die Meinung vertrete ich, wenn man das Richtige macht, kommt das Geld von alleine. Und das ist in dem Fall gelungen. Nicht, dass ich reich bin, aber wir können leben davon. Älter werden bedeutet, drauf zu kommen, was man nicht mehr braucht. Mein teuerstes Spielzeug ist mein Motorrad. Ich fühle mich schön, weil ich fühle mich gar nicht schön. Ich fühle mich froh. Ich fühle mich aufgeräumt, weil ich das Richtige machen darf. Ich fühle mich geliebt, wenn naja, ich fühle mich schon geliebt, wenn ich Beifall bekomme. Aber ich fühle mich auch geliebt, wenn man im engsten Kreis zusammensitzt und einfach nur ob seiner Existenz wertgeschätzt wird. Dieses Buch hat mich geprägt. Das ist vom Dan Millman gewesen, der Pfad des friedvollen Kriegers.
Das handelt davon von einem Sportler, der in der Schule Leistungssport macht und unbedingt gewinnen muss und einen Tankwart kennenlernt, einen gewissen Sokrates, der übernatürliche Kräfte hat, der ihm zeigt, dass es um ganz andere Sachen geht, um dieses Vordergründige, ich bin Erster geworden. Herzklopfen hatte ich zuletzt als... Ja, eher als du da reingekommen bist, weil man macht ein Interview und man weiß dann nicht genau, was man sagt und wenn man es sagt, hören so viele Leute und dann kränkt man wen und das will man auch nicht und dann... Es kriegt so eine Intimität, weil man ja nur in dieses Mikro reinspricht. Und letztendlich ist man in so vielen Wohnzimmern zu Hause. So, ich hoffe, ich habe Ihnen den Sonntag nicht verdorben. Meine letzte Liebeserklärung machte ich als... Heute in der Früh, glaube ich. Ja. Deiner Frau oder deiner Tochter? Meiner Frau. Ich bin da nicht sparsam. Was sagst du? Ich sage, love you. Nein, ich habe auch so Zetteln, picke ich oft auf. Wenn einer weggeht, dann pickt man einen Zettel oder es liegt so ein, also wenn der letzte schlafen geht, liegt so ein Herz vor der Tür oder sowas. Das macht man schon. Macht die Lilli auch. Finde ich schön, ja. Und ich habe so einen Zettel bei der Papa und hat die Tür so geklebt letztens, wie ich leider nicht habe. Mein Leitsatz im Leben ist... Der letzte schöne Satz, den ich gefunden habe, den man mir geschickt hat, war jener, wer es schafft, einen Baum zu pflanzen, in dessen Schatten er nicht mehr sitzen wird, hat verstanden, warum wir hier sind. Meine letzten Worte sollen sein... Also wenn es ein Abgang wird mit, es war mir eine Ehre, vielen Dank, dann war schon einiges richtig. Das war sehr schön. Dankeschön, ja. Also schön, mit dir zu frühstücken. Schön, dass es die Sendung gibt und dass man eigentlich während des Sprechens oft draufkommt, was man meint. Ist doch erfrischend. Ja, dann wünsche ich dir frohe Weihnachten. Danke, auch dir und natürlich allen Ö3-Hörern. Frohe Weihnachten, ruhige Weihnachten vor allem, mit den richtigen Leuten um den Baum. Und keinen brennenden Christbäumen. Ich wünsche allen Feuerwerkern einen ruhigen Abend. Mein Bruder ist Feuerwehrkommandant, dem wünsche ich auch einen ruhigen Abend. Sie hören einen Podcast von Hitradio Ö3.